Einen kleinen Moment bitte. Sie können Ihr Gespräch gleich weiterführen. Servus, Julia. Hallo? Schön, deine Stimme zu hören. Grüß dich. Erzähl mir, was war los? Es ist bis zum Checkpoint 3 ist eigentlich alles super gegangen. Ja, du warst sehr gut unterwegs, habe ich gesehen. Ja, das hat eigentlich voll passt. Und dann vor die Dünen war so ein Flussbett. Und da war die Sonne schon ziemlich weit unten. Das heißt, die war genau im Blickfeld. Du hast nichts gesehen vor dir. Okay, ja. Nur Sonne. Und ja, dort den Weg in die Dünen einfinden, das war eine Katastrophe. Da sind die Buggys nach der Reihe überall in Gras gefahren. Ich habe versucht, irgendwie hinter irgendeinem zu bleiben, aber die sind alle nur in Gras gefahren, weil keiner einen Weg eingefunden hat. Dann habe ich ihn irgendwie gefunden, war dann schon wieder auf dem Weg zu dem Waypoint in die Dünen. Nur dann war die Sonne weg und dann siehst du in die Dünen gar nichts mehr. Also da ist echt saufinster und dann bin ich bei irgendeiner Düne, bin ich runtergeflogen, mit dem Kopf aufgeknallt und deshalb, da war ich dann ein bisschen schwindelig. Dann bin ich aber noch weitergefahren und dann irgendwann ist ein Auto im Sand gesteckt in ein Loch und genau in dem Loch bin ich dann auch gesteckt, weil dort der Sand halt sautief schon war. Und dort waren dann halt auch die Italiener. Die haben uns dann ausgezogen und die Franzosen mit dem Auto haben in das Signal gesendet, weil bei mir hat es ja nichts mehr da. Also das Eurecheck und so, das war tot. Also es hat nur mehr geblinkt, dass keine Batterie da ist. Und die Franzosen, die haben sie dann ausgezahlt, die sind dann weitergefahren. Ja, da war es dann aber schon nach 6, das heißt die Sonne war weg. Und dann habe ich gesagt, naja, ich fahre jetzt sicher nicht weiter im Finstern durch die Dünen. Und dann habe ich gesagt, nein, da fahre ich nicht. Dann habe ich bei denen geschlafen. Also ich darf der Mama sagen, dass alles im grünen Bereich ist? Sicher. Ich bin heute den ganzen Tag Helikopter geflogen. Das war super geil. Ja, ist cool. Ich habe gehört, dass du dem Robert gesagt hast, du willst morgen starten. Ja. Ist das dein Ernst? Ja, sicher ist es mein Ernst. Es geht schon. Jetzt muss einmal mein Moped kommen. Das ist ja noch immer nicht da. Ja, nein, das wird dauern. Dieser Kamion ist sehr, sehr langsam. Also. Da rechne ich nicht davor, dass, also vor Mittag, glaube ich, kaum, dass der kommen wird. Ja, schauen wir mal, wann das Moped kommt. Aber eigentlich habe ich schon vor, dass ich morgen starte, ja. Ich darf dir von allen alles Gute wünschen, auch von Heli Frau Wallner. Möchtest du den Menschen nur was sagen? Ja, ich gebe nicht auf. Ja. Ich bin auf der Kar. Ja, das war ja kein Problem. Ich hätte auch weiterfahren können, wenn es nicht finster geworden war. Okay. Das war halt das Problem, dass du in die Dünen einfach nichts mehr siehst. Und mit die Batterie dann so lava, habe ich mir gedacht, nein, ich tue mir das nicht an. Wie war die Nacht an sich? Der erste Nacht allein ich in den Dünen, fern der Heimat? War in Ordnung. Ich hab Spaghetti gegessen, einen Tee habe ich gekriegt. Neue Freunde gewonnen? Ja, die waren sehr nett. Der René hat mich dann in der Früh geholt mit dem Heli. Dann hat er noch einen Kaffee bei denen getrunken, das war echt lustig. Ich hätte zwei von den Italienern, dann riesen Motorrad-Fans natürlich, eh klar, Italiener halt. Dann hat sie gesagt, ja, die schauen das Rennen schon seit sie kleine Buben sind und den René-Match, den kennen sie halt. Und dann dachte er bei einem Wüsten-Trip auf, das hat einer schon gedacht. Was sagst du jetzt mal nach den ersten Tagen bei der Rallye? Ist das, was du erwartet hast? Ja, sicher. Passt ja eigentlich alles. Ich habe sogar jetzt das Navigieren gecheckt. Das Einzige war, ja, das war eben dieses Flussbett, wo man nichts mehr gesehen hat, da war es halt schwierig, die Richtung zu finden. Ja. Aber da hab nicht nur ich gestrampft. Julia, schönen Abend. Gell? Ja, ebenfalls, gell? Danke. Gut, ciao. Für dich.